Hallöchen, liebe Wimmelbildfreunde, und willkommen zurück zu One Moment of Time, Silent Hill. Und wir sind hier bei diesem, ich nenne es einfach mal, schönen Puzzle. Ich hoffe mal, dass es ein Puzzle ist. Teste einfach mal. Ob ich hier irgendwie was zusammenkriege. Nee, das passt nicht. Ich verstehe das hier noch nicht so ganz. Ach, das sind zwei. Schaut mal. Jetzt verstehe ich. Das ist dieser Doppelglobus hier. Jetzt komme ich dahinter. Seht ihr? Okay, das Stück passt doch nicht so wirklich rein. Ja, dann gehört der Globus aber hier hin. Okay, jetzt macht das Ganze auch einen Sinn. Seht ihr? Ist ja auch hier so ein Hinweis. Dann mache ich wieder mein Snipping-Tool. Ah, das ist natürlich echt gemein jetzt. Okay, dann machen wir es anders. Dann lasse ich mal das Snipping-Tool offen. Dann machen wir uns hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ganz schnell. Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück. Entschuldigung für den kleinen Schnitt. Ich hätte es mir auch einfacher machen können, ich jetzt aufschreiben können. Komm, wir quatschen mal mit dem. Wow, I have a guest. I have a guest. I am so glad to see you. Please help me. Help all of us. I will tell you what happened. The gold mine was producing less gold every day. So I decided to speed up the work and double our efforts. And then we found that strange altar. The altar of ancient gods. One of the legends said that if you perform a ritual of submission correctly, then you will be able to evoke the ancient spirit of time and ask him to turn back time. So I took my chance. Gold was no longer important to me. I wanted my family back. That was my dream. And we immediately started the ritual. For the ritual, we needed the following ingredients. Red hot walnut. A feather of a polar owl. And the wool of a New Zealand sheep. We had to say the magic spell in the Celtic language and ring the bell three times. But we misinterpreted the ancient scroll, and the ingredients were different. And the spell was all wrong. Of course, I'd find that out much later. But what's done is done, and instead of the spirit of time, we unleashed Loki, the god of pranks and jokes. All the strange things happening in Silentville are the work of this trickster. Find all the Celtic signs, and when the time is right, ring the bell three times to unleash Loki. Send him back to where he came from and release the town from the curse. Okay, gut zu wissen. Jetzt trotzdem mal hier rein.
Das können wir mitnehmen. Hier passt wahrscheinlich der Schlüssel rein. Okay. Noch ein Schlüssel da? Nö. Haben wir nicht. Also fehlt hier uns noch ein Schlüssel. Aua, heiß, heiß, heiß. So, dann haben wir doch den Schlüssel. Aber nochmal so ein Korb, okay. Sonst ist hier nichts mehr. Kleine Info am Rande, falls ich in den ersten paar Minuten ein bisschen laut sein sollte. Ich habe das versucht jetzt, glaube ich, während ich die Aufnahme bearbeitet habe, zu reduzieren. Ansonsten vielleicht doch ein bisschen... doch, was heißt hier ein bisschen? Es tut mir leid, dass ich euch die Ohren zugebrüllt habe. Aber irgendwie hat meinen Pegel von meinem Mikrofon wieder auf 100 gestellt. Warum auch immer. Irgendwie aus... anfachen. Anfachen will es. Dünger ist eigentlich auch ein ganz guter Brennstoff, aber verrat's bloß keinen. Ja, hier haben wir aber auch noch keinen Schlüssel, oder? Oder ist es der Schlüssel dafür? Jo. Jetzt schauen wir uns... Boah, lecker essen. Okay, keine Ahnung, warum... Wahrscheinlich der Lüfter dafür. Lassen wir jetzt einfach mal aus. Okay, ich weiß nur nicht wofür. War gut. Achso, das ist eine leere Gießkanne. Okay, Wasserhahn kann ich nicht nutzen. Okay. Geht nicht. Also, dass man eine auf die andere Gießkanne rüberschütten kann und das hier, das muss ich das hier puzzeln. Kann natürlich auch sein. Okay, wir müssen puzzeln. Da. Hier. Okay, hätte ja sein können. Da. Ist das der Times Square? Wird das sein? Was? 24.08. Ist das eine Uhrzeit? Ich schreibe mir das jetzt mal auf dem Blog auf. Ah ja, es sieht aus wie der Times Square. Wenn es eine 8 ist, das mir jetzt mal aufgeschrieben. Da kann ich doch noch was hier machen. Gehen wir einfach mal hinter zu dem Wimmelbild, wenn es eins ist, ja. Hier irgendeine Geige, hier. Mit. Auch mit. Okay, wozu brauche ich die Gabel? Okay, wahrscheinlich die ganze... Wo denn?
Achso, das sind Shia. Eine Dose zum Öffnen. Sand. Ach, wahrscheinlich dafür, oder? Ja, klar. Die Person frisst jetzt erstmal Würstchen. Dann kommen auch Schluckgeräusche. Also, ihr wisst schon. Kaffeetasse so gluck, gluck, gluck. Ach, das ist ein Landkartending. Upsi. Kann ja mal passieren, dass man das verwechselt. Ich krieg trotzdem hier mal die Gegenstände hier im Ding an. Ah. Ha, ha, ha. Katzenfutter. Ja. Wortwörtlich. Was, hier fehlt immer noch eine Tulpe. Jetzt aber. Korb mit Schutz. Schmutzwäsche. Wo sind hier noch Wäsche? Ach, die Socken, oder? Jawohl. Und wir haben einen Blasebalg bekommen. Okay. Da ist sie nichts davon, weißt? Da hinten im Raum, Würstchen, das schon 100 Jahre in der Zeit versteckt, schon verstaubt und verdreckt ist, das will die essen. Okay, dann haben wir das schon mal. Lang nicht mehr ins Tagebuch schaut. Ach, das ist eine 1. 24, 108. Ja, okay, kann man als 1 durchgehen. Ich habe eins der Lektionen meines Vaters auswendig gelernt. Nun kann ich mich später darauf beziehen. Okay. Der will auch nichts weiter quatschen. Haben wir, glaube ich, hier auch schon alles erledigt. Aber hier, ich weiß, ich habe echt keine Ahnung, was man hier mit dem machen soll. Ich habe keine Ahnung. Wird wahrscheinlich der Code sein. Das war bei 4108. Errungenschaft freigeschaltet, Artefakt. So, dann haben wir das. Und die Frage, wo ich hier hin muss. Dahin? Dann muss ich zur Kirche. Warte mal, haben wir eine Kirche hier? Rathaus, Goldmine. Das Rathaus hat ein Glockenspiel. Frage, wie kommen wir da hoch? Ich habe keine Ahnung. Lass uns im Haus des Gärtners nochmal gucken. War hier. Jetzt? Also soll ich da hier hin machen? Ist nur die Frage, wo kriege ich Wasser her? Ja, Dünger vielleicht noch. Jetzt brauche ich nur eine volle Gießkanne, aber
Wo das Wasser her? Bei den Seerosen, oder? Hier. Ah, wegen der Folie. Okay. Warte, bis die Blume blüht und leg sie dann in den Korb. Okay. Interessant. Das Minispiel auf jeden Fall. Das brauche ich bloß die Linnen. Dann haben wir das. Und da ist Loki, der die ganze Zeit hier so dreckig lacht. Okay. Hier, den Korb kriege ich komischerweise nicht. Okay. Ich weiß auch schon, wohin damit. Nicht zu dieser Pykil. Ich kann es nicht aussprechen. Da war ja das hier. Achso, erstmal zu der natürlich. Schöne Blumen können einen irgendwie leid tun, ey. Jetzt kann ich dahin. Okay. Hier. Frage. Das. Ja, ich wollte jetzt nicht raus. Da lehne eine Blume bis da oben voll. Ja, ist doch mir schon klar. Alter, wenn du mir jetzt nochmal so den langen Text hier hinklatscht, dann setzt aber Nackenschellen. Eine Viole braucht. Gott, wo kriege ich jetzt eine Viole her? Du bist ja witzig.
Naja, Freunde, ich sehe schon, wir sind am Ende einer Folge wieder angelangt. Das werden wir schon noch hinkriegen, das mit dem Rätsel. Und dann sage ich mal bis dahin und schön fürs Zuschauen.